Was geht's so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot und Blattgrün hier bei Crush 40Freak 89. Ja, dieses Mal nehme ich wieder mit Fraps auf, weil den Camtasia fehlt. Beim letzten Part möchte ich entschuldigen. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt tatsächlich Camtasia jetzt so einen Kack macht und beim zweiten Drittel des Videos einfach mal für kurze Zeit das Bild nicht aufnimmt. Der Ton und das Kommentar wurden weiterhin aufgenommen, aber das Bild? Hä? Wieso ging das nicht? Ich hatte keinen blassen Schimmer, warum plötzlich die Aufnahme so verkackt wurde. Das tut mir wirklich leid. Ich hoffe, dass hier alles klappt, weil, wie ihr sehen könnt, ich nehme weiterhin mit der höheren Qualität auf, nur vielleicht wird es euch auf, es laggt ein wenig im Vergleich zu den anderen Parts. Liegt auch daran, dass ich den Frameskip auf 2 gestellt habe. Ich nehme also sozusagen nur noch mit 20 Frames auf, weil das braucht auch nicht so viel Leistung, da bleibt es auch lagfrei. So nimmt es in aller Ruhe auf. So, wir befinden uns auf Island 6 und hier ist Gary. Hey Chris, wie ist es um deinen Pokédex bestellt? Es scheint unmöglich zu sein, alle Pokémon zu finden, wenn man sich nur hier aufhält. Vielleicht gibt es irgendwo Pokémon, über die wir nichts wissen. Nun, wenn ich das nicht erledigen kann, muss das übernehmen. Ich werde daran nicht verzweifeln. Ist ein Pokémon mein Tempo, während ich sie trainiere? Also, das mache ich. Also macht es für mich keinen Sinn, hier zu bleiben. Ich gehe nach Hause. Das war's. Bis demnächst. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oh, tschüss. Ja, Gary gibt auf. Komisch. Das heißt also, wir dürfen weitermachen. Ich sollte mein Team jetzt noch ein bisschen umtauschen, weil ich bin mir natürlich nicht sicher, aber ich glaube, jetzt schnell. Ja, sorry. Jetzt muss natürlich Norton sich wieder melden. Hohe Datenträgerauslastung durch Fraps. Hallo? Mann, was muss das jetzt so nerven und alles unterbrechen? Ach, ne, Moment, der Zerschneider wird ja doch benötigt. Aber ihr werdet auch gleich sehen, warum. Nicht wegen Büschen, sondern, naja. Ihr werdet es gleich sehen. Wir begeben uns erstmal zum Wasserweg. Hier könnten wir noch nach Norden gehen zu, ich glaube, das war der Musterbuschwald, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, der Musterbuschwald und dort kommen wir zur Wandelhöhle. Die ist nur für Events, glaube ich, von Nutzen. Und wenn wir nach Norden gehen, führt das uns zum Ruinental, zum Punktloch. Und hier befindet sich Island 7, dort befindet sich nämlich auch der Trainerturm. Kennen wir natürlich, dass wir gegen Trainer mit dem gleichen Level antreten, also welche den Level von unserem Pokémon haben, je nachdem. Vorher war es doch so in diesem Spiel, dass man, glaube ich, genau Level 10, Level 20, Level 30 oder Level 40 bei jedem Pokémon haben musste. Sollte ein Pokémon dabei sein, das ein Level über diesem Level ist, ja, dann kämpft man mit einem Level 51er Team beispielsweise schon gegen ein Level 60er Team. Ich hoffe, das versteht ihr. Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden. Wie ich es meine. Erst ab der nächsten Generation, ich glaube ab der vierten schon, wurde das anders umgesetzt, dass der Level an den höchsten Level des Pokémon, das man bei sich hat, angepasst wurde. Also nehmen wir beispielsweise ein Pokémon Level 55 und die anderen haben Level 54, dann haben auch die gegnerischen Pokémon Level 55 alle. Und ab der fünften Gen, das wollte ich schon sechste Gen sagen, ich denke schon so an Pokémon X und Y und darauf freue ich mich schon riesig. Ab der sechsten Gen wurde es so umgeändert, dass, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das genau artikuliere. Da wurden dann die Levels komplett auf Level 50 oder Level 100 auf angepasst, egal wie das Pokémon gerade bestellt, also egal, welches Level das Pokémon aktuell ist, das wird genau angepasst an einen bestimmten Level, alle Level von jedem Pokémon, das man hat. Damit es fair bleibt, Ich glaube, da haben sich viele Fans wahrscheinlich beschwert deshalb, weil das so ungenau ist und weil man die Pokémon vorher trainieren musste, in bestimmten Level oder bestimmten Level halten musste und das nicht automatisch auf den Level angepasst wurde. Das haben sie zum Glück umgesetzt. In Schwarz und Weiß 1 und 2 bei, wie hieß das doch mal? Das war ein Kampfbahnhof. Ich glaube, die Kampf... Also da fuhr man jedenfalls mit dem Zug. Oh, ich weiß es echt nicht mehr. Komisch, ich hatte ein Let's Play zu Pokémon Schwarz und Weiß 2 und weiß es echt nicht mehr. Ich glaube aber, das habe ich auch nicht gemacht, diese Zugfahrt.
Also ich würde vorschlagen, wir gehen zuerst mal zum Punktloch und dann zum Musterbuschwald. Hier, mein Trainer. Ich trainiere heimlich, damit mich niemand sieht. So? Machst du so ein Geheimnis draus? Jongleur. Wendelin. Ja, bei mir nähern sich, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme, wahrscheinlich ist es eh schon das Let's Play bereits gestartet, wahrscheinlich ist wahrscheinlich ist aktuell, wenn das Video jetzt oben ist, eh schon das Let's Play zu Pokémon X und Y längst gestartet. Und zwar für den Hust, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Aber ich habe schon Medizin bekommen, womit es wieder besser werden soll. Ich habe da Hustenfilmtabletten bekommen und Antibiotika. Ja, es ist so schlimm, dass ich schon so ein Zeug zu mir nehmen muss, damit alles wieder... Damit der Husten endlich wieder aufhört, verdammt nochmal. Das wollte ich sagen. Ach, mein Kommen ist halt wieder so grottig, weil... Ich bin jetzt ein bisschen müde und ein bisschen durcheinander. Weil der Husten macht mich in letzter Zeit nur völlig fertig. In der Arbeit stört er mich total. Die anderen befürchten schon, dass ich sie anstecken würde, aber ich kann nicht wieder auf Krankenstand gehen, weil ich war da schon wegen meiner Erkältung. Nee, so weit soll ich es gar nicht kommen lassen. Aber ich freue mich schon riesig auf Pokémon X und Y. Es nähert sich schon mit riesen Schritten, weil ich nehme ja heute schon vor Wochenende sozusagen auf. Das wären also die letzten Parts, die ich noch aufnehmen werde, weil ich werde versuchen, wirklich schon alles im Voraus aufzunehmen, bevor alles hochgeladen wird. Weil das Let's Play kann dann am Wochenende hochgeladen werden und nur ein Part pro Tag. Aber bei Pokémon X und Y werde ich natürlich am ersten Tag gleich zwei Parts hochladen. Ist auch klar wie Kloßbrühe, das will ich auf jeden Fall so machen. So. Das hat mir nicht, dass das Sonnen... Nein, das Sonnenlicht lässt auch noch nach. Dankeschön. Gut, dann eben Eierbombe. Ich bin schon echt gespannt, wie dieses neue Spiel so abgehen wird. Die ersten Trailer, die ich gesehen habe, versprechen schon mal vieles. Also es sieht wirklich vielversprechend aus. Niemand hat gesehen, wie ich verloren habe, oder? Nur ich eigentlich und, glaube ich, fast 1000 Zuschauer. Wenn überhaupt 1000 Abonnenten auch zugucken, Mann. Da ich ein Artist bin, möchte ich nicht, dass die Leute sehen, wie sehr ich mich anstrenge. Ach komm. Jeder strengt sich bei irgendwas an. Oh, entschuldigt, ihr merkt es, ich bin ein bisschen müde jetzt aktuell. Ich werde mich danach ein bisschen aufs Ohr hauen müssen. Diesen Part. Naja, oder ich nehme dabei noch zwei Parts auf. Mal gucken, weil je nachdem, wie viel ich noch Bock habe, weil ich habe noch Zeit. Heute ist ja erst Freitagabend, an dem ich das jetzt aufzeichne. Ich meine, was wollte ich jetzt sagen? Ich komme jetzt schon ganz durcheinander. Und ich hoffe, dieses Ibitak macht mich jetzt am Himmel, wenn ich da auch noch fertig. Will ich es überhaupt fangen, Mann? Naja, mit Solarstrahl versuche ich es erstmal zu schwächen und wahrscheinlich wird dann Kokowai gleich fertig gemacht durch Bohrschnabel. Oh, hat sich erledigt. Volltreffer. Okay, dann nicht, weil ich bin auch nicht mehr so aufs Pokémon-Fangen fixiert wie, nähern uns ja schon dem Ende dieses Let's Plays. Nachdem wir ja schon die Top 4 besiegt haben. Ich meine, die werden wir jetzt noch einmal gegenübertreten müssen, welche sogar noch stärker ist. Da werde ich dann vorher mein Team noch offscreen trainieren, weil ich glaube nicht, dass wir selbst mit den ganzen Trainern hier den nötigen Level schon erreichen werden, den ich vor Augen habe. Sagen wir es mal so. Ich möchte alle meine Pokémon mindestens auf Level 70 haben. Weil, die Top 4 ist dann nämlich um 10 Level stärker als schon vorher. Und wir waren ja schon von vornherein underlevelt. Und haben es trotzdem geschafft, sie zu schlagen. Ach komm, speeden, weil ich habe keine Lust. Alter, lass mich endlich in Ruhe! Och, Mann. Ja,
Bitte red euch jetzt auf, weil ich speede, weil ich habe keine Lust, lange Zeit mit diesen wilden Pokémon zu verbringen. Sagt mir, wo ihr in der Gegend die Berge sind. Also hier bei diesen Hügel findest du garantiert keinen Berg. Ja, ansonsten fällt mir halt nicht mehr so viel ein zu sagen. Außer, dass ich nämlich bald mal auch ein Infovideo bekannt geben werde oder schon bekannt gegeben habe über die Nintendo Direct. Was, am 1. Oktober stattgefunden hat. Ich frage mich nur, was sagt ihr dazu? Findet ihr es gut, was da los ist und würdet ihr diese Spiele kaufen oder nicht? Möchte ich auch eure Meinung dazu hören. Also hier in diesem Let's Play mal hören, also in diesem Part. An diesem Part, oh mein Gott, also mein Kombi wird leider ein bisschen grottiger. Ich fühle mich halt nicht so besonders. In letzter Zeit ist auch sehr viel los gewesen. Aufgrund meiner leichten Erkältung und allem drum und dran. Ich hoffe nur, dass es bald aufhören wird. Ich habe mich verlaufen, als ich gekämpft habe. Außer dass man so den Nintendo Direct hat, er so Positives als auch Negatives gegeben, wie zum Beispiel, ja, das Negative wissen wir schon. Gibt's in dieser Gegend keine Berge? Donkey Kong Country Returns 2 Tropical Freeze kommt er leider erst nächstes Jahr raus. Hab fest damit gerettet, dass es noch in diesem Jahr im November schafft. Und jetzt auf einmal wurde es schon wieder verschoben auf, Frühjahr nächsten Jahres. Es hat keinen festen Release-Termin hier. Dafür aber wurde wenigstens, oh, schau mal da, Filino. Dafür wurde wenigstens Super Mario 3D World vorverlegt auf den Termin von, auf den ursprünglichen Termin von Returns 2 Tropical Freeze. Ich freue mich schon riesig drauf, weil der neue Trailer, der auch gezeigt wurde, der lässt das Spiel noch vielversprechender aussehen, als es schon am Anfang war. Aber ernsthaft. Boah, konnte nur sagen. Ich war echt baff, als ich das gesehen habe. Einfach episch. Filino, das Fisch-Pokémon, bewegte sich ein Land, dessen gesamten Körper mit einem schlemmigen Gift hin. Und dadurch ist es vor Elektroattacken geschützt. Jetzt habe ich nicht genau geachtet. Filino war ja schon in der Vorstufe, war schon von vornherein Wasserboden, gell? Oh, ganz bestimmt. Sorry, dass ich euch da voll gehne, Mann. So, wenigstens kann ich ja nicht mal von Ibitak fliehen, weil ich habe keine Lust, mit dem rumzuspielen. Boah, ich hoffe, ich habe ein Pokémon mit Stärke. Lizaros müsste da, jawohl. Gut, es ist am Start. Jetzt gucken wir uns hier immer noch ein bisschen um, weil hier kann man sich leicht verirren, vor allem befinden sich auch sehr, sehr viele Trainer an diesem Ort. Und Natu? Was mich noch wundert, die Pokémon aus der anderen Generation haben hier so einen schwachen Level, aber die Pokémon aus der ersten Generation haben eigentlich ein Level, einen hohen Level. Und warum zum Höhle befreit es sich sofort? Ist mich verarschen? Also was ich sagen wollte, die Pokémon aus der ersten Generation haben eigentlich schon einen recht hohen Level, aber die hier sind so lappenhaft, die... Alter, jetzt! Ich muss speeden, weil es reicht, ich habe keine Lust. Ein Natu mit Level 15 widersetzt sich zweimal einen Hyperball. Sachen gibt's, die gibt's eigentlich gar nicht. Natu, das Kleinvogel-Pokémon. Gewöhnlich sucht es am Boden nach Futter, aber manchmal spricht es auch auf Äste, um dort zu suchen. Ja, ist auch klar, wenn es irgendwelches Krabbelvieh sucht, das kann man auch auf Bäumen häufig finden. Oder in Bäumen, wenn man... Wenn man sie in Bäumen suchen möchte, dann müsste man schon ein Specht sein. Weil der hackt sich ja durchs Holz mit seinen spitzen Schnabel. Finde ich ja immer wieder beeindruckend, was die Tiere dazu alles fähig sind, was die Natur immer so alles gebracht hat. Vor allem ja auch dieser Specht, der hämmert so oft auf das dicke Holz dieses Baumes ein, dass er dann gleich auch in den Innenraum vordringen kann und die ganzen Käfer im Baum erwischen kann. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Was sagst du dazu? Ich kenne mich in dieser Gegend gut aus.
Ach wirklich? Warst du denn schon so oft hier? Ein Pokémaniac Hector. Klingt wie ein Hund. Klingt wie ein Hundename. Diejenigen, die was, die Zuschauer, die was Hector heißen, nichts für ungut. Ihr seid cool. Wenn das euer Name ist, dann soll es mir recht sein. So, dass ich jedes Mal mich mit Sonntag bemühen muss. Eigentlich blöd, dass ich keine andere Pflanzenattacke Taurian beibringen kann. Aber schauen wir mal, vielleicht finde ich irgendwas noch, was zu Kokobai passt. Mal gucken. Und wann höre ich endlich auf zum Gähnen, Mann? Ich kann nicht mal anders. Entweder huste ich oder ich gähne. Oder ich gähne. Oder mein Kommi ist grottig, weil... Ich hab's ja schon gesagt. Es ist wirklich viel zu viel passiert wegen dem Husten, der mich in der Arbeit ein bisschen gestört hat. Ich konnte mich einfach nicht so wirklich konzentrieren. Ich konnte auch in der Nacht manchmal nicht schlafen. Wegen diesem beschissenen Husten. Das hat mich so aufgeregt. Aber ich bin jetzt wenigstens erleichtert, dass ich jetzt mal die richtige Medizin dafür bekommen habe. Und ich hoffe, dass es dann bald auch aufhört. Ich glaube auch, dass es schon langsam wieder besser wird. So, wir haben dich besiegt. Du musst nicht nachdenken, ich verrate es dir gerne. Was verrate? Die Tür zu den Ruinen, sie ist mit diesen Mustern übersät. Ich weiß allerdings nicht, was sie bedeuten. Und du sagst, du kennst dich hier aus, ne? Bist du voll den Opa-Pro markieren, aber weißt auch nicht mal, was es mit den Punkten auf sich hat. Es scheint, als ob es noch viele ungelöste Rätsel in dieser Welt gibt. Das allerdings schon. Ich glaube selber auch, dass die Menschheit noch am Anfang der Erforschung der Welt steht. Weil ich meine... Ich weiß ja nicht, wie es in der Wissenschaft immer gehandhabt wird. Ich bin ja selber kein Naturwissenschaftler oder was auch immer, der die Welt erforscht und die Geheimnisse ausgräbt. Aus der Vergangenheit. Und was gegenwärtig alles abgeht. Jetzt bin ich blöd, jetzt setze ich die Psychokinese an, obwohl ich Sonntag eingesetzt habe, aber reicht wenigstens trotzdem gegen dieses Georock. Weil mit Walzer könnte es mir schon mit der Zeit gefährlich werden. Wenn ich den Kampf so lange brauche, dann... Ja. Ich sage nur, dann wird die Attacke stärker. Und... Was mir natürlich auch in vor allem in Pokémon Gold, Silber, Kristall, Herzgold und Seelensilber aufgefallen ist... Es gibt nämlich gleich zwei Arena-Leiter hintereinander, die eine Attacke einsetzen, die nach jedem Einsatz immer stärker werden. Deren Stärke sich immer wieder verdoppelt. Die Rede ist natürlich von Arena-Leiter Kai und Arena-Leiterin Bianca. Kai mit seiner, mit der Zornklinge-Attacke und Bianca mit der Walzer-Attacke. Doch, muss sagen. Das hat schon was. Ich meine, das ist eigentlich nichts Besonderes, aber es ist schon verrückt, dass zwei Arena-Leiter hintereinander so eine Attacke einsetzen. Also, wie sagt man, so eine Attacke wie Walzer oder Zornklinge, welche nach jedem Einsatz stärker werden. Oh mein Gott, ich glaube. Zweifle ich langsam mir selber an meinem Comic-Stil. Ich will immer was erklären und ich komme so durcheinander, ich verbaue jeden Satz. Ratet ihr eines Tages auch über die Rätsel und Geheimnisse unserer Welt nachzudenken? Ja, wenn du meinst. Puh. Also, was wollte ich eben sagen? Aber das ist schon eigentlich auch ein bisschen... Wie sagt man? Strange, dass gleich zwei Arena-Leiter hintereinander. Ich meine, eigentlich. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Scheiße. Okay. Sagen wir es mal so. Es ist mir halt aufgefallen und gut ist. Ich meine, sowas Besonderes ist ja wiederum auch nicht. Ich gebe es ja zu, okay? Ich.
Aber jedenfalls feststeht, ich freue mich auch wirklich auf das. Ey, jetzt lass mich doch wenigstens einen Schritt machen! Mann, wie die wieder nerven, ey. So, jetzt ist mal Schluss mit lustig. Alter, gib Ruhe. Was ich sagen wollte, ich... Oh! Janma könnte auch interessant werden. Vor allem als Jan Mega zählt es dann zu den besten Käfer-Pokémon mit Spezial... im Punkt Spezialangriffen. Also in Sachen Spezialangriff zählt es zu den besten Käfer-Pokémon. In dem Lösungsbuch von Pikipek, das ich für Pokémon Diamond and Pearl und Platin gekauft habe, da wurde dieses Pokémon auch verzeichnet. Und jetzt kommen. Ich muss ja wieder speeden, damit es... bis dass es endlich im Ball ist, weil das kann ja nicht wahr sein, dass es sich so wehren muss mit Level 18 gegen den Hyperball. Alter, bleib doch mal drinnen! Nerv nicht! Ah! Komm endlich mal rein, du blödes Vieh! Hallo? Willst du mich total verarschen? Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Das kann sich noch um Jahrhunderte handeln. Wurde auch Zeit, Mann! Boah! Ja, ich kann es ja nicht schwächen. Ich habe ja nicht Trugschlag. Mit einer Attacke ist es viel sofort down. Janma, das Libelle-Pokémon. Seine riesigen Augen verfügen über einen Blickwinkel von 360 Grad. Es erspäht mit Innenbeutetiere. 360 Grad? Ich dachte, sowas können hauptsächlich nur Chamäleon die Augen so verdrehen, dass sie einen riesigen Blickwinkel auf alles haben. Ein Kaffeebier hier oben? Ja, wo denn sonst? Und da setzt tatsächlich ein Mogelbaum ein. Mogelbaum! Ja, ich war auch anfangs der Meinung, als ich zum ersten Mal Pokémon Gold, Silber und Kristall angezockt habe, sagen wir es mal, entweder Gold oder Silber angezockt habe, dass es Pokémon Pflanz-Pokémon wäre, weil es ist ein Gesteintyp. Schon krass, oder? Darauf kann man wirklich reinfallen. Oh, mein Herz bricht da. Du hast überlegen warst. Lass nicht gleich zerbrechen. Nächste Kletterfreude. Ja, ja. Oh, ich hoffe, ich hab's mir nicht ver... Nein. Ich weiß schon, wie ich's machen soll. So, und schon hab ich's. Die Top-Genesung. Ich glaube, da kommt ein ähnliches Schieberätsel mit den Felsen noch einmal. Das dient aber dann nur für die Ruinen in Island 7. So, auf irgendwas würde ich doch mal hinweisen. Ich weiß nicht mehr was. Ja, in Sachen Spezialangriff war Galtia Mega als eins der besten Käfer-Pokémon. Zumindest laut des Cheatbuches von Pikipek. Ich meine, ja, Mega hat auch wirklich einen hohen Spezialangriff, aber ist leider nur sehr schwer zu bekommen. Ich weiß nicht mehr, durch was es sich entwickelt, aber vielleicht durch Freundschaft, entweder durch Freundschaft oder durch Tausch. Bin mir nicht mehr sicher. Ui, genau. Das Pokémon kann sogar eine Attacke überleben. Ich hoffe nur, es setzt jetzt nicht Spiegelcape ein, sonst ist Lapras down. Es hat auch massig viel KP und kann nur Abwehrattacken, also Konter oder Spiegelcape, und überlebt es einfach nicht. Mann, meine Fresse. So, was ist mit dir? Ich bin neugierig zu erfahren, was dich hierher gebracht hat. Alter, das ist meine Sache, ne? Ruinenmanic Ruben mit seinem Geowatz. Nicht mal ein anständiges Pokémon. Geowatz habe ich ja früher auch in beim Privatdurchzocken von Rot, Feuerrot und Blattgrün verwendet. Weil ich dachte mir, es ist ein ganz gutes Gesteins-Pokémon. Weil ich konnte ja mit meinen beiden Game Boy Advance immer hin und her tauschen, dank des Wireless Adapters, der noch bei Feuerrot und Blattgrün beilag. Es ist schon lange her, dass ich gekämpft habe. Meine Instinkte sind schwach. Es gibt eine Ruine auf CV Island. Der Großteil von ihnen ist vor langer Zeit entstanden. Interessant. Was ist mit dir? Man sagt, dass es auf dieser Insel geheimnisvoll Steine geben soll. Ich nehme an, dass es etwas mit den Ruinen hier zu tun hat. Die geheimnisvollen Steine? Damit meint er wahrscheinlich den Rubin und Saphir. Den Rubin haben wir bereits hier übergeben. Es wird noch der Saphir. Den müssen wir... als nächstes finden, ich glaube, was ich sagen wollte,
Und er befindet sich hier irgendwo auf CB Island, das wissen wir ja schon. Nur wo genau, hä? Ja, ihr wisst es bereits. Auch ich weiß es. So, irgendwas wollte ich ja nochmal, hinweisen. Mogelbaum hatten wir bereits. Der Forschung der Welt, ja. Ich will jetzt nicht groß auf Naturwissenschaftler machen und jetzt immer auf diese ganzen Sachen hinweisen. Bleiben wir lieber erstmal beim Spiel und beim Thema Pokémon und was sonst noch alles kommen wird. Oh, interessant. Ja, sehr interessant, ich weiß. Die Urne dort drüben. Ich hatte noch nicht das Glück herauszufinden, wie man hineinkommt. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es schon. So, wir hatten alle Trainer bereits durch. Müssten wir eigentlich. Ich glaube, da kommen wir zurück, wenn wir da die Trippen nehmen. Dort unten waren wir ja auch schon. Haben wir uns auch schon mal umgeguckt, oder? Ich hoffe es, weil nicht, dass wir ein Item übersehen haben. Nee, oder? Ich will jetzt nicht extra die Stufe runter, um danach zu gucken. Das lassen wir jetzt mal schön bleiben. Wir gehen jetzt hier zu der Tür. Und da steht ein Punktmuster. Die bewegt sich nicht. Sorgfältig untersuchen. Bei Nähe betrachten an, dass mehrere Punkte auf der Tür sind. Da bin ich dann an der Stelle bei beim ersten Mal durchzucken von Feuerrot und Blattgrün hängen geblieben, weil ich nicht wusste. Hä? Was soll das bedeuten? Was muss ich da machen? Ich habe lange, lange gebraucht, bevor ich dann endlich auf der Anleitung von Feuerrot und Blattgrün die genaue Übersetzung der Punktschrift fand. Alphabetische Reihenfolge. Ich dachte mir, what the F? Das sagt man mir erst jetzt? Woher soll ich denn das bitteschön riechen? Und so setze ich mir natürlich sofort an den Game Boy Advance oder an den DS aktuell und habe das gleiche ausprobiert. Ja, und habe ich es geschafft. Bin endlich weitergekommen. Den Rückkehr gegen die Top 4 habe ich bestritten. Und das war's. Habe ich endlich die Story durchgehabt, also das komplette Spiel. So war das damals. So. Dann würde ich sagen, bei diesem Part mache ich auch an dieser Stelle wieder Schluss. Sorry, dass da auch wieder so grottig war ein bisschen das Kommentar, weil ich wollte auf irgendwelche Sachen hinweisen, aber ich kam irgendwie nicht dazu. Ich bin ein bisschen müde und fertig, vor allem auch wegen des Hustens, der mich die ganze Zeit über nervt. Ich habe ja bereits schon Medizin genommen, womit es eigentlich wieder besser werden sollte, aber das habe ich auch gerade erst mal seit ein paar Tagen und das dauert halt seine Zeit. Aber ich spüre schon, dass es eindeutig besser ist als vorher, weil bevor ich die Medizin zu mir genommen habe, war es wirklich viel schlimmer. Ich konnte kaum schlafen vor lauter Husten, es war schrecklich, obwohl ich mich eigentlich ganz gut gefühlt habe. Aber dazwischen hatte ich zum Beispiel auch Gelenkschmerzen wie Rückenschmerzen oder Seitenstechen. Boah, das war... Ah! Grausam. Ich habe mir dafür schon mich mit einem Gel einschmieren müssen. Für Gelenkschmerzen, damit es wieder besser wurde. Boah. Also ich hoffe vielmals, dass ihr nicht diese bittere Erfahrung machen müsst. Normalerweise habe ich ja solchen Husten nur zur Pollenzeit, wegen Pollenallergie. Ja. Jetzt wisst ihr es, ich habe Pollenallergie, obwohl vielleicht habe ich das eh schon mal gesagt. Egal. Dann würde ich jetzt vorschlagen, also da würde ich jetzt sagen, sorry nochmal, ich hoffe, dass es trotzdem gefallen hat, mit dem so ist Daumen hoch und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Part, wenn wir diese Ruine hier betreten werden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Naja, Ruine ist es keine, es ist eher eine Höhle. Okay, schon wieder ein Kommentarfehl gegen Ende. Was ich sagen wollte ist, dann werden wir diese Tür hier mal aus dem Weg räumen und endlich diese Höhle betreten können. Was uns erwartet im nächsten Part. Wie schon gesagt, Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer CrashFootyFreak89. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Und tschüss, Leute.